Stuttgart. 7. August 1978. Seit Tagen wird der Rücktritt des baden-württembergischen Ministerpräsidenten gefordert. Zum Tag entschlossen oder zum Rücktritt bereit? Keine Erklärung. Was werden Ihre Argumente sein vor der Fraktion? Ich werde keine Erklärung vorher geben, das wird die Fraktion. Hans Filbinger, noch kurz zuvor eine Führungsfigur. So wie er konnte niemand in seiner Partei Wahlen gewinnen. Sein Image? Ein musterhafter Familienvater, umschwärmt nicht nur von seinen Kindern. Doch zwischen seinem größten Triumph und dem tiefen Sturz lagen nur 2 Jahre. Wer war Hans Filbinger wirklich? Die Frage beschäftigt auch seine eigenen Kinder, bis heute. Mein Vater blieb in der Zeit, in der Phase meiner Kindheit, blieb der für mich ein Fremder. Was hat er denn wirklich gemacht? Also wie schwer ist denn seine Schuld? Wie kann ich das herausfinden? Und kann ich so einen Vater überhaupt lieben? In den Tagebüchern hat er geschrieben, wie verzweifelt er gewesen ist, wie er sich oft in den Ruheraum im Staatsministerium zurückgezogen hat und wie ihm die Tränen runtergelaufen sind. So radikal abzustürzen, ohne jemals wieder Tritt zu fassen. Er hat ja immer wieder probiert, aber keine Chance, er blieb unten. Der Ministerpräsident Hans Filbinger muss im Sommer 1978 kritische Fragen zu seiner Vergangenheit beantworten. Es geht darum, was er während des Zweiten Weltkriegs getan hat. Filbinger war in den letzten 2 Kriegsjahren Marinerichter gewesen. Er wäre lieber zu den U-Booten gegangen. Aber er war Jurist. Kurz vor Kriegsende soll er gegen Deserteure Todesurteile verhängt haben. Als die Nachricht mit den Todesurteilen damals in den Medien auftauchte, war ich erst einmal perplex und schockiert, weil davon hatte er uns nichts erzählt. Im Bundesarchiv ist eine brisante Akte aufgetaucht. Der Matrose Walter Gröger, ein junger Bursche, hatte 1943 in Oslo versucht, sich von der Truppe abzusetzen. Er wurde gefasst und zu einer Zuchthausstrafe verurteilt. Doch die Marineführung verlangt die Todesstrafe. Filbinger wird im Januar 1945 mit der Anklagevertretung beauftragt. Er erreicht weisungsgemäß die Verurteilung zum Tode und sorgt für die zügige Bestätigung des Urteils. Kröger wird am 16. März 1945 hingerichtet, wenige Wochen bevor der Krieg zu Ende ist. Leiter der Exekution? Der Marinerichter Filbinger. Doch der ist sich keiner Schuld bewusst. Dass da eine absolute Entlastung von moralischer oder gar rechtlicher Schuld erfolgt, daran gibt es keinen Zweifel. Ich glaube, den hat jetzt schon kein Besonderer mehr. Meine Damen und Herren, es geht doch inzwischen gar nicht mehr um Herrn Filbinger. Es geht darum, ob dieser Staat zum zynischen Gespött einer ganzen Generation wird. Darum geht es. Filbinger war seit 1940 Soldat bei der Marine. Aber wie seine Einstellung zur Nazi-Diktatur wirklich war, darüber wird erbittert gestritten. Hinweise könnten seine Tagebücher liefern. Doch die sind aus rechtlichen Gründen unter Verschluss. Sehr emotional, offener, als er das oft im Dialog getan hat, habe ich seine Niederschriften in den Tagebüchern gefunden. Das hat mich sehr gewundert und erstaunt. Und er schreibt in den ersten Jahren, in den ersten Monaten, dass das Soldatsein für ihn, vor allem wenn er sehr niedergestimmt war, sehr niedergedrückter Stimmung oft war, eine Art haltgebende Macht dargestellt hat. Entschlusskraft, Disziplin waren wichtige Methoden. Auf der anderen Seite verflacht und verkümmert die Seele. Was für ein Mensch ist Filbinger?
Er wurde 1913 in Mannheim geboren. Die Eltern sind vom Land in die Industriestadt an Rhein und Neckar gekommen. Eine Aufsteigerfamilie in gesicherten Verhältnissen. Als Hans Filbinger 5 Jahre alt ist, erlebt er den ersten tiefen Einschnitt. Überraschend stirbt seine Mutter. Unser Vater hat immer wieder gerne erzählt, als die Mutter starb, hat er dann gesagt, jetzt ist Mutter tot, jetzt mache ich, was ich will. Und im Übrigen, über diese Mutter wurde nicht mehr gesprochen. Da wurde nicht getrauert, da wurde in späteren Jahren nicht drüber gesprochen. Das hat mein Vater nie erzählt, was die für ein Mensch war. Ja? Ich denke mal, das war ein Trauma, muss das gewesen sein. Die Familie hatte es schwer. Ich möchte nicht sagen ärmliche, aber sparsame Verhältnisse. Dem 10-Jährigen und seiner Familie bietet die Kirche Halt. Und ein dörfliches Ritual weckt in ihm das Interesse für Politik. Mit dem Großvater ist er in den Gottesdienst gegangen und hinterher ist man also üblicherweise ins örtliche Wirtshaus gegangen und hat einen Schnaps getrunken. Und dort wurde politisiert. Also die Stunde zwischen Ende des Gottesdienstes und bis zum Mittagessen waren die Männer dort versammelt und haben diskutiert. Und das hat er immer erzählt, dass ihn das politisiert hat. Als Schüler wird er Mitglied im Bund Neudeutschland, einer katholischen Jugendorganisation. Mit anderen geht er auf große Fahrt und zum Bergsteigen. Durch Anstrengung und Disziplin mit Gleichgesinnten zum Gipfel. Das wird für ihn eine prägende Erfahrung. Den Bergen bleibt Filbinger ein Leben lang verbunden, bis ins hohe Alter. In der schroffen, aber großartigen Bergwelt fühlt er sich zu Hause. Später kauft er sich sogar ein Ferienhaus in der Schweiz. Hans Filbinger ist ein gläubiger Katholik. Er geht nicht nur regelmäßig in die Kirche, er setzt sich auch mit dem Glauben auseinander. Die Bibel wird zum Begleiter in seinem politischen Alltag. Nach seinem Tod haben wir seine Bibel gefunden und die ist voll von vorne bis hinten mit Kommentaren, immer mit der Jahreszahl, mit dem Datum versehen, sodass man immer sieht, zu welcher Zeit hat er sich mit welchem Thema beschäftigt. Welche Psalmen hat er gelesen, um darin Trost und Halt zu finden? Ich glaube, er kann mit einer gewissen subjektiven Aufrichtigkeit sagen, ja, ich habe mich distanziert zu diesem nationalsozialistischen Deutschlandverhalten. Ja, natürlich war ich katholisch geprägt und natürlich war der Katholizismus ein Stück weit dem entgegengestanden, was der Nationalsozialismus repräsentiert. Trotzdem gab es viele Berührungspunkte und auch Punkte der Kooperation. Und insofern ist der Filbinger nicht untypisch für das, was der Katholizismus in Deutschland damals durchgemacht hat. Dennoch, Hans Filbinger war Mitglied der Nazi-Partei. Später, sagt er zur Erklärung, sonst hätte er keine Karriere machen können. Seine Familie hatte ihm das Studium finanziell ermöglicht. In Freiburg studiert Hans Filbinger ab 1933 Jura. Er schließt sich dort einem Kreis katholischer Intellektueller an, die im Stillen gegen Hitler sind. Er war von seiner Herkunft und seiner Prägung, Neudeutschland, katholisches Elternhaus, sicherlich nicht prädestiniert, dafür ein Nazi zu sein. Aber er war sicherlich wie viele Intellektuelle, Studenten damals, war er fasziniert von den ersten Erfolgen Hitlers. Er war sicherlich auch tief enttäuscht über die Entwicklungen der Weimarer Republik. Nicht? Er war nach meiner Überzeugung kein Nazi, aber er war jemand, der das militärische System nicht abgelehnt hat, sondern sich durchaus als ein Teil dieses Systems damals verstanden hat. Ich glaube, dass er dann in den letzten Kriegsjahren das Verbrecherische dieses Regimes durchaus erkannt hat und sich zunehmend vom Nationalsozialismus distanziert hat. Hans Filbingers Verhalten vor 1945 ist voller Widersprüche. Welche Brisanz das noch für ihn bekommen wird, ahnt er nicht, als er in Norwegen das Kriegsende erlebt.
Nach einigen Monaten in britischer Kriegsgefangenschaft wird er entlassen. Nach Freiburg, in die Stadt, die er als Student kennen und lieben gelernt hatte. Doch jetzt ist sie schwer zerstört und von französischem Militär besetzt. Filbinger ist Anfang 30. Zunächst versucht er, an der Universität Fuß zu fassen. Dann lässt er sich als Rechtsanwalt nieder. 1950 heiratet er. Ingeborg Breuer, seine Braut, ist studierte Volkswirtin. Sie gibt ihren Beruf auf und wird Hausfrau und Mutter. Der junge Anwalt ist ehrgeizig. Er tritt in die CDU ein und wird bereits 1960 Innenminister des jungen Landes Baden-Württemberg. Seine Vergangenheit ist in dieser Zeit kein Thema. Es ist die Zeit des Wirtschaftswunders. Niemand denkt gern an den Krieg zurück, obwohl ihn die meisten noch erlebt haben. Man erfreut sich lieber am beginnenden Wohlstand. Als Innenminister ist Dr. Hans Filbinger jetzt ein mächtiger Mann. Er ist fleißig, gewissenhaft und loyal. Ein Badener mit lauter schwäbischen Tugenden. 1966 wird der bisherige Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger Bundeskanzler in Bonn. Nach einer Kampfabstimmung in der CDU-Fraktion heißt sein Nachfolger Hans Filbinger. Am 16. Dezember 1966 wird er vom Landtag gewählt. Dann habe ich, Herr Abgeordneter Dr. Filbinger, die Pflicht zu fragen, ob Sie bereit sind, die Wahl anzunehmen. Ich nehme die Wahl an. Ich danke Ihnen. Filbinger bildet mit der SPD eine große Koalition. Mit Disziplin und harter Arbeit hat er es nach oben geschafft. Die Familie Filbinger steht nun im Rampenlicht. Ingeborg Filbinger und die fünf Kinder werden mehr und mehr in die Inszenierung der heilen Welt einbezogen. Ich erinnere mich, dass ich irgendein kratziges Kleid anziehen musste, weil das war immer wichtig, was zieht die Bande jetzt an, und ich musste irgendwas anziehen, da wurde irgendwas geschneidert und genäht für mich, weil ich schon sehr, als junges Mädchen schon sehr lang gewachsen war, und da wurde immer irgendwas zurecht genäht, das musste ich dann anziehen mit einem weißen Krägele und dann da in den Landtag reinmarschieren. Die Familie wohnt weiter in ihrem Haus in Freiburg, während der Vater die Woche in Stuttgart verbringt. Ich habe unseren Vater so kennengelernt, dass er nie da war. Und daran haben wir uns gewöhnt. Ich kam dann mit 11 Jahren ins Internat und hatte den Vater dort manchmal eigentlich mehr gesehen als zu Hause, denn dort war Fernsehen. Und in der Landesschau kam er jeden Abend. Im Schatten des Schlosses Solitude in Stuttgart lässt sich Filbinger eine Dienstvilla bauen. Repräsentativ und mit mehr Platz für die 5 Kinder. Ihren vielbeschäftigten Vater bekommen die auch hier nur wenig zu sehen. Das Familienleben und die Erziehung im Haus des Ministerpräsidenten sind konservativen Werten verpflichtet und typisch für die Zeit. Ein Obersatz, an den ich mich in dem Zusammenhang erinnere, ist immer: Kinder, benehmt euch, was sagen die Leute? Also das war mal ganz klar. Es gab bei uns zu Hause keine wirkliche Familie, wo Dinge ausdiskutiert wurden. Wo jeder mal sagen konnte, das ist meine Einstellung oder nicht. Ja, weil es saß immer jemand mit am Tisch. Bei Tisch hieß es, da reden nur die Erwachsenen. Das habe ich schon so erlebt. Ja. Er ist selber in einem autoritären Haus aufgewachsen und diesen Erziehungsstil hat er selber auch weiter angewendet. Er war autoritär und es gab die entsprechenden erzieherischen Maßnahmen, die eingesetzt worden sind. Da war mein Vater nicht zimperlich, also die Hand und der Stock waren da doch relativ für ihn einfache Erziehungsmittel. Wo würdest du deinen Vater einordnen? Oh, das ist schwer zu sagen. Also einerseits progressiv, andererseits wieder konservativ. Ich würde sagen, in der Mitte mit leichtem Einschlag zum Konservativen.
die starke Leistungsorientierung unseres Vaters, die hohen Ansprüche, die er nicht nur an sich selbst gestellt hat, sondern eben auch an die Kinder. Leistung, was habt ihr geschafft? Wie waren die Noten? Pflichterfüllung, Treue, Solidarität, das sind keine überholten Begriffe. Die kann man durchaus auch heute unserer Jugend nahebringen. Bei den CDU-Wählern kommt das an. Tradition und Heimatverbundenheit, die Besinnung auf die alten Werte. Das alles steht in Filbingers Baden-Württemberg hoch im Kurs. Doch in den 60er Jahren wächst eine neue Generation heran, die dieser Welt eine radikale Absage erteilt. Die Radikalen geben vor, ihr Angriff gelte dem Establishment. In Wahrheit aber ist ihr Ziel die Zerstörung unserer freiheitlichen Staatsordnung. In einem Ausflugslokal in Freiburg, das auch Filbinger gern besucht, prallen die Gegensätze dieser Zeit aufeinander. Damals, ich war jünger, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwann in den 20ern hatte er etwas längere Haare. Und wenn ich dort hinkam und Filbinger gesehen habe, dann war das irgendwie so ein Gefühl, als wäre man jetzt dem Leibhaftigen begegnet und man müsste den Schwefelgeruch gleich wahrnehmen. Aber das Interessante war, wenn er dann sozusagen zu mir herüberschaut und wir uns für einen Augenblick in die Augen schauten, dann erkannte ich die gleiche Abscheu, die ich empfand, las ich in seinen Augen. Und erstaunlicherweise war das irgendwie beruhigend. Sein Wort, was immer kam, das war die Libertinage, also die sexuelle Freiheit, das war also für ihn Teufelswerk und er wollte uns davor bewahren und vor allem wollte er wahrscheinlich auch sich davor bewahren, dass seine Kinder sozusagen ihm als CDU-Politiker ihm eine schlechte Reputation vermitteln. Bei der älteren Bevölkerung, vor allem auf dem Land, wecken die neuen Freiheiten, die sich die jungen Leute nehmen, Ängste. Das nutzt Filbinger, um sich als Bewahrer und Garant für Sicherheit zu profilieren. Diese Verunsicherung in der Bevölkerung, die spricht er ja ein Stück weit an. Und das ist, glaube ich, Teil seines Erfolgsrezeptes, dass er eben gerade nicht mit dem Zeitgeist geht, sondern dass er versucht, zumindest rhetorisch diesem Zeitgeist etwas entgegenzusetzen. Den Filbinger jetzt, das ist der Rohandruck mal von ihm. Oh, ist der schön. Von seinem Plakat her. Wir müssen ein klein bisschen noch in die Farbe hier im Gesicht reingehen. Sonst können wir es aber im Allgemeinen lassen, ein paar Retuschen hier oben. Auch Filbingers Politik im Land kommt an. Er hat die Konfessionsschulen abgeschafft und Baden-Württemberg zu dem Bundesland mit den meisten Hochschulen gemacht. Und durch seine Verwaltungsreform wurden, unter anderem, rund 2000 Zwerggemeinden abgeschafft. Filbinger nutzt den radikalen Erlass, um mutmaßliche Linksextremisten vom Staatsdienst fernzuhalten. Kritiker sprechen von Gesinnungsschnüffelei und Berufsverbot. Die CDU regiert seit 1972 mit absoluter Mehrheit. Vergessen sind die Zeiten der Großen Koalition. Jetzt, im Wahlkampf 1976, setzt Filbinger auf Polarisierung. Der politische Gegner wird zum Feind erklärt. Es geht darum, auch wenn es die Herren Eppler und Bangemann nicht wahrhaben wollen, die Freiheit gegen den Sozialismus zu verteidigen. Freiheit oder Sozialismus? Das ist das umstrittene Wahlkampfmotto dieses Jahres. Die SPD fühlt sich ausgegrenzt. Erhard Eppler, der baden-württembergische SPD-Vorsitzende, sieht die Gemeinsamkeit der Demokraten in Gefahr. Die beiden großen Parteien waren ja angetreten, ein freies Deutschland miteinander zu Wege zu bringen. Und sie hatten sie auch zu Wege gebracht. Und nun in dem Augenblick zu sagen, die eine Partei muss die Freiheit gegen die andere Partei verteidigen, fand ich eine Kündigung sozusagen des Konsenses, den wir eigentlich hatten. Das war schon heftiger Wahlkampf, aber es war in der Tat ein erfolgreicher Wahlkampf.
das Wahlkampfmotto feiert und der Sozialismus war natürlich Quatsch, weil es gab gar niemanden, der Sozialismus wollte. Stand zur Wahl Demokratie wie bisher oder aufgeklärte Bürgergesellschaft. Und Filbinger hat dieses, die aufgeklärte Bürgergesellschaft, die hat er mit Sozialismus denunziert. Damals wurde von dem Mittel der Polemik sehr viel ungenierter Gebrauch gemacht. Man ging bis an den Rand der persönlichen Verunglimpfung. Und die Grundsatzabteilung hatte dezidiert auch den Auftrag, den politischen Gegner, das war über einige Jahre Erhard Eppler, in möglichst ungünstigem Licht erscheinen zu lassen. Die Rechnung geht auf. Mit 56,7% erreicht die CDU 1976 das höchste Wahlergebnis, das sie jemals in Deutschland erzielt hat. Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergwager Kunden sind wir, ja wir. Filbinger beauftragt den Sänger Heino, das Deutschlandlied aufzunehmen. Der Ministerpräsident will die Platte an den Schulen des Landes verteilen lassen. Ich möchte Ihnen hier meine neueste Singleplatte überreichen mit dem Deutschlandlied. Heino hat auch die erste Strophe gesungen, Deutschland, Deutschland über alles. In der Version für die Schulen wird die dann doch weggelassen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Bitte sehr, Herr Heino. Deutschland, Deutschland über alles, Das Bild setzt sich fest. Hans Filbinger, die Galionsfigur der Konservativen. Dieses Bild des Stockkonservativen, das ist entstanden in der Zeit, in der er auf die 68er-Generation und insbesondere die Nachfolger der 68er-Generation glaubte, reagieren zu müssen. Er hat sozusagen diese Generation, deren Verhalten wir sehr verachtet haben, hat er repräsentiert. Nazi aus der Nazi-Zeit ohne wirkliche Selbstkritik, die Karriere im Nachkriegsdeutschland gemacht und dort gegen alles, was für Emanzipation war, sozusagen instinktiv dagegen, wie wir instinktiv dafür waren. Der Ministerpräsident liefert das perfekte Feindbild. Nach seinem großen Wahlsieg erst recht. Filbinger, der eigentlich sich immer gerne von seinen Mitarbeitern beraten ließ, hat das nach diesem großen Wahlsieg 76 in diesem Ausmaß nicht mehr in Anspruch genommen. Wir haben immer gesagt, er hat jetzt abgehoben. Das zeigt sich besonders bei einem Konflikt, der in Südbaden schwelt. Am Oberrhein soll ein Industriezentrum entstehen. Erste Voraussetzung dafür ist ausreichend Energie. In Wiel am Kaiserstuhl soll deshalb ein Kernkraftwerk gebaut werden. Doch die Bevölkerung stellt sich quer, überwiegend Bauern und Winzer. Filbinger macht das Projekt Wiel zur Chefsache. Ohne das Kernkraftwerk Wiel werden zum Ende des Jahrzehnts in Baden-Württemberg die ersten Lichter ausgehen. Die Bauern im südlichen Baden sind davon nicht überzeugt. Mehr und mehr eskaliert der Konflikt. Und die Kaiserstühler bekommen Unterstützung aus der nahen Universitätsstadt Freiburg. Im Kampf gegen dieses Kernkraftwerk sah ich zum ersten Mal schwergewichtige Bauern, Männer, Bauern, Frauen eingehakt. Die spielten dann dieses Mundharmonika-Solo von Spiel mir das Lied vom Tod. Und dann marschierten die durch den irgend so ein Kaiserstühler Ort. Und das war schon eine andere Nummer als das, was wir dort in Freiburg zur Wege brachten. Wir stehen jetzt zusammen, jetzt merken wir, wer unser Feind ist und wer gegen uns ist. Jetzt müssen wir zusammenhalten. Mehrfach kommt es in Wiel zu Bauplatzbesetzungen und zu gewaltsamen Räumungen. Filbinger verfolgt eine gewagte Strategie. Die Einheimischen, so sagt er, seien von links unterwandert. An diesen Aktionen hat sich eine beträchtliche Gruppe
von Linksextremisten und Kommunisten aus allen Teilen des Bundesgebietes beteiligt und diese Aktionen zumindest teilweise gesteuert. In Kichlinsbergen am Kaiserstuhl will sich Filbinger im Oktober 1976 mit den Honoratioren der Gegend treffen. Über 800 Menschen erwarten ihn auf der Straße. Stundenlang warten sie auf das Ende der Besprechung. Schließlich verlässt er das Gasthaus durch den Seitenausgang. Die Leute haben ihn ausgebuht. Von diesem Anhänger haben einen Drescher genommen und auf ihn bzw. in die Richtung geschmissen. Er wurde, das kann man so sagen, eingekesselt, sodass er keinen Schritt mehr weitergehen konnte. Er wurde geschunkelt mit ihm. Nebenbei wurde er an den Haaren gezogen. Unsere Aufgabe war es natürlich, den Herrn Filbinger entsprechend zu schützen. Und dann gab es ein Gerangel hin und her. Weil ich ihn nicht erreichen konnte, habe ich einen Soldschock rausgemacht und aufgemacht und dann so auf den Kopf. Wir haben ihn praktisch in die Mitte genommen und dann in Richtung Dienstfahrzeug gebracht, geschoben, gezerrt. Wenn wir so terroristisch veranlagt gewesen wären, wie er uns gern gehabt hätte, dann hätte er das nicht überlebt. Das kann man sicher sagen. Aber das waren wir nicht. Die Schlacht um Wiel ist für Filbinger verloren. Auch wenn er in Kichlinsbergen mit dem Schrecken davonkommt. Das Amt hat ihn mit Sicherheit verändert. Hat ihn in gewisser Weise einsam gemacht. Fremd gemacht, vielleicht sogar auch ängstlich vor den Menschen gemacht. Das politische Klima ist kälter geworden. Anfang der 70er Jahre entsteht die RAF, Rote Armee-Fraktion. Sie ruft zum bewaffneten Kampf gegen den Staat auf. Ab 1972 hat sich die Villa Reitzenstein in eine Festung verwandelt. Wir hatten in den 70er Jahren dort Stacheldraht, wir hatten Wachtürme, wir hatten Polizisten mit Maschinenpistolen. So, hier die Maschinenpistolen. Zwei Magazine. Innere Sicherheit wird zu einem großen Thema. Und Filbinger profiliert sich einmal mehr als Law and Order-Mann. Baden-Württemberg stellt die ersten Spezialeinsatzkommandos auf für den Kampf gegen Gewaltkriminalität und Terrorismus. ...1974 werden die führenden Mitglieder der RAF nach Stuttgart-Stammheim gebracht. Hier sollen sie im Hochsicherheitsgefängnis einsitzen, während ihnen der Prozess gemacht wird. Wenige Kilometer entfernt wachsen die Filbinger-Kinder auf, unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen. Wir waren in einem goldenen Käfig. Wir durften das Grundstück nicht unbewacht verlassen. Das heißt, wir mussten anmelden, wenn wir in die Schule fuhren, wenn wir abends ins Kino gehen wollten, nur noch in Begleitung. Und ich hatte manchmal den Eindruck, dass die Terroristen in Stammheim in ihren Zellen, wo sie sich frei bewegen konnten, auch auf dem Stockwerk, eigentlich mehr Freiheit hatten, als wir zu der damaligen Zeit auf der Solitude. 30 Jahre später hat mir meine damals beste Freundin eröffnet, dass die alle zu mir den Kontakt abgebrochen haben, weil die hat gesagt, du, wir brauchten dich auf den Partys nicht mehr. Da wurde gekifft, da wurde Alkohol getrunken und da brauchten wir eine Filbinger-Tochter nicht, wo draußen die Polizei sitzt. Unser Leben war kein normales Familienleben mehr. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst und ich weiß, dass er auf der Liste gestanden ist von der RAF. Er war unter extremster Anspannung gewesen. Am 5. September 1977 wird der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer von der RAF entführt. Vier seiner Begleiter werden erschossen. Die Familie saß vorm Fernseher und hat die Nachricht bekommen. Und wir waren natürlich alle schockiert. Und bei der Gelegenheit habe ich natürlich auch erfahren, dass ein Polizist, den ich persönlich kannte, der ist auch bei diesem Attentat ermordet worden. Das war der Herr Teddy Brendle. Der hatte drei Tage zuvor mich in Stuttgart herumgefahren. Filbinger ist mit Hans-Martin Schleyer befreundet. Politisch wie persönlich eine Katastrophe für ihn. Wochenlang wird der entführte Schleyer versteckt gehalten. Die RAF fordert den Austausch gegen gefangene Terroristen.
Doch der Staat lässt sich nicht erpressen. Am 18. Oktober 1977 begehen in Stammheim drei der Terroristen Selbstmord. Trotz verschärfter Sicherheitsmaßnahmen waren sie im Gefängnis an Waffen gekommen. Ich bekam die Nachricht, noch bevor es auf dem Ticker war, also in den Medien, und habe dann den Ministerpräsidenten Filbinger angerufen. An diesem Morgen ist Filbinger noch in seiner Dienstvilla. Er reagiert einsilbig auf den Anruf von Manfred Zach. Eine unerfreuliche Geschichte. Und dann sagte er etwas, was mir bis heute rätselhaft ist. Wir müssen aufpassen, dass die Presse keinen Wind davon kriegt. Und ich dachte mir, naja, also das ist ja nun wohl, das überfordert die beste Pressepolitik. Und habe ihm gesagt, naja, das wird nicht lange dauern. Ja gut, aber dann müssen wir das alles von uns fernhalten. Das hat die ganze Regierung damals erschüttert, nicht? Der Justizminister ist zurückgetreten. Filbinger selber war außerordentlich konsterniert und sagt, sowas darf in unserem Land eigentlich gar nicht passieren, nicht? Also es war eine ganz schlimme Situation und die hat enorm am Image natürlich auch des starken Ministerpräsidenten und des Law and Order Landes Baden-Württemberg gekratzt. Im Frühjahr 1978 druckt das Wochenblatt Die Zeit einen Text des Schriftstellers Rolf Hochhuth. Darin wirft er Filbinger seine längst bekannte Vergangenheit als Marinerichter vor. Der Text kam in der Redaktion an und es ging über einen ganz anderen Fall in Baden-Württemberg, der nicht aufgeklärt wurde. Und in diesem Text von Hochhuth stand dann der Satz, das sei ja so frei nachempfunden, kein Wunder, denn das sei ja ein Ministerpräsident, der selber in der Nazizeit ein furchtbarer Jurist gewesen sei und der auf freiem Fuß nur sei, weil alle, die ihn kannten, geschwiegen haben. Diesen Text haben wir, ich war damals schon Chefredakteur, an unseren Justiziar weitergegeben. Der fand ihn in dieser letzten Formulierung, freiem Fuß und so weiter, für bedenklich und nicht haltbar. Und dann blieb der irgendwo liegen und der Feuilletonchef war auf Urlaub und der Vertreter nahm das von einem Manuskriptestapel und das Ding geriet ins Blatt. Filbingers Staatskanzlei reicht eine Unterlassungsklage ein. Scheinbar ein Routinevorgang. Das war im Nachhinein betrachtet mit Sicherheit ein Fehler, vor allem wenn man weiß, dass Hochhuth an und für sich durchaus gesprächsbereit gewesen wäre, wenn also Filbinger etwa anstatt den Gerichtsweg zu beschreiten, auf den Hochhuth persönlich zugegangen wäre und ihm auch die Hintergründe und die Situation damals in Norwegen und so erläutert hätte, wäre möglicherweise die ganze Situation ganz anders gelaufen. Er hat da zu sehr als Politiker und als Person der Öffentlichkeit reagiert. Er hat sich in eine Art Wagenburg zurückgezogen und hat beharrt auf seiner Position. Und ich glaube, das war nicht gut. Er war der Meinung, die Richter in Stuttgart würden schon so urteilen, wie er das für richtig sieht. Das Landgericht entscheidet im Juli, dass Filbinger nur wegen des Schweigens seiner Mitwisser auf freiem Fuß sei, darf Hochhuth nicht mehr behaupten. Aber als furchtbaren Juristen und Hitlers Marinerichter darf er Filbinger bezeichnen. Für Filbinger eine Niederlage. Herr Filbinger hat einen Sieg gewollt. Dieser Sieg ist ihm verwehrt worden. Und ich glaube, die Journalisten in der Bundesrepublik haben allen Grund, dafür dankbar zu sein, dass es ein Sieg des Rechtes auf freie Meinungsäußerung in diesem Lande geworden ist. Es wurde uns ja später unterstellt, wir hätten eine Treibjagd auf Filbinger begonnen. Aber das lag nicht in unserer Intention. Wir wollten die Sache klären und erst dadurch, dass er uns nun anklagte, haben wir uns zur Wehr gesetzt und daraus entstand diese Affäre. Filbinger verbringt den Sommerurlaub, wie schon früher, in seinem Engadiner Ferienhaus. Richtig locker. Das Heu muss locker werden und nicht so blöd lachen. Gell? Doch zur Ruhe findet er dort nicht.
Denn nach dem Prozess sieht sich der Ministerpräsident jetzt selbst gefordert, sich zu verteidigen. Die Strategie, die Filbinger vom Urlaub aus festlegt, lautet: Rechtfertigung um jeden Preis. Immer wieder sagt er dasselbe. Ich habe, das möchte ich deutlich sagen, kein einziges Todesurteil gefällt. Ich habe außer dem Fall Kröger, wo ich vor ein vollendetes Verfahren kam, auch als Anklagevertreter an keinem Todesurteil mitgewirkt. Doch dann werden im Bundesarchiv weitere Todesurteile gefunden. Und diesmal war Filbinger selbst der verantwortliche Richter. Dass die Verurteilten längst auf der Flucht waren, ändert wenig. Entscheidend ist, die Verteidigungsstrategie des Ministerpräsidenten fällt in sich zusammen. Wie kann ein Ministerpräsident eines demokratischen Bundeslandes, ein Spitzenrepräsentant der Republik, er war ja zeitweise für das Amt des Bundespräsidenten im Gespräch, wie kann der Todesurteile vergessen? Was ist das für ein Mensch, der so gefühlskalt ist, dass man das vergisst? Selbst wenn ihm damals die Erinnerungen dann gekommen wären, weiß ich nicht, ob er dann gesagt hätte, okay, ich gebe zu, dass es so war, weil er hatte seine Linie und die hat er ja sonst auch nie verlassen. Ja, er war stur. Ein sehr zuverlässiger, verlässlicher Charakter, der, wenn er einmal sich für eine Sache entschieden hat, dieser Sache treu bleibt im Sinne von Verlässlichkeit. Doch die Entwicklung spitzt sich zu. Filbinger sieht sich gezwungen, seinen Urlaub in der Schweiz zu unterbrechen und stellt sich am 8. Juli im Stuttgarter Landtag seinem Parteipräsidium, dem Fraktionsvorstand und der Presse, wie gewohnt, mit jovialem Lächeln. So, also noch ein Schuss, noch ein Schuss, noch ein Schuss. Jetzt müsste er um Verständnis werben. Doch er will lieber Recht behalten. Wer mir einen Vorwurf machen will, der mag es tun. Er mag es tun, wenn er glaubhaft machen kann, dass er in der gleichen Situation mit Sicherheit mehr und Besseres fertiggebracht hätte als ich. Er war ja Bergsteiger, er stand ganz oben auf dem Gipfel. Und jetzt verlangen Sie mal von einem Menschen, der so hoch gestiegen ist, er soll sich klein machen, er soll sagen, Leute, ich bin halt auch fehlbar. Ja. Der Spiegel zitiert im Frühjahr 1978 Filbinger mit dem Satz, was damals rechtens war, das kann heute nicht unrecht sein. Ob er das wörtlich gesagt hat, ist umstritten, aber er dementiert den Satz nicht, sondern verteidigt ihn sogar noch. Ich glaube, ich hätte damals nicht so zugespitzt geschrieben, hätte er ein bisschen Einsicht gezeigt und vielleicht sogar ein bisschen Reue. Wäre er zu der Mutter Gröger gefahren, um zu sagen, es war alles furchtbar und ich bitte um Vergebung. Ich glaube, damit wäre die Sache erledigt gewesen. Charakterzug oder politisches Kalkül? Filbinger bleibt jedenfalls unnachgiebig. Den Hardlinern, nicht nur in seiner Partei, gefällt das. Mehr denn je wird Filbinger damit zum Aushängeschild der Konservativen. Im Landtag wird der Ton des Gegners schärfer. Mir ist das immer aufgefallen, dass Herr Filbinger völlig unfähig ist zur Selbstkritik und völlig unfähig, ein schlechtes Gewissen zu empfinden, ganz gleich, was er tut. Was er im Fall Kröger jetzt demonstriert, ist ein pathologisch gutes Gewissen. Das war zugespitzt, aber das hat eigentlich bis an sein Lebensende gestimmt. Er war mit sich im Reinen und das machte die Sache so unglaublich, für Außenstehende so unglaublich provokativ. Und dann auch für die eigene Partei irgendwann unverständlich. Seit Ende Juli brennt in der CDU die Luft. Eine Konferenz folgt der anderen. Die Aufmerksamkeit richtet sich jetzt auf den Fraktionsvorsitzenden Lothar Späth.
Rücktrittsforderungen spielten bei dieser Diskussion heute keine große Rolle. Am 7. August fährt Filbingers Limousine beim Landtag vor. Seine Frau Ingeborg sitzt neben ihm im Auto. Jetzt muss sich Hans Filbinger erklären. Nach sorgfältiger, reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, mein Amt als Ministerpräsident von Baden-Württemberg zurückzugeben. Er hat sich da selbst als Opfer gesehen. Als Opfer einer Medienkampagne, als Opfer einer Verleumdung, als Opfer einer Geschichtsklitterung. Nicht die Presse hat ihn gestürzt. Er ist am Ende von der eigenen Partei gestürzt worden. Die stehen so lange hinter einem, bis man vor dem Abgrund steht. Und dann wird eben nur noch der letzte Schubser und dann ist er eben weg. Für mich passt er überhaupt gar nicht in die Zeit. Also deswegen hatten wir auch da große Differenzen, weil er es einfach nicht eingesehen hat, sich an die Zeit anzupassen. Also ist da einfach sehr festgeblieben. Das ist auch eine Eigenschaft, die ich an ihm schätze. Realität war, dass tatsächlich dann ein Familienleben begann. Ja, ich meine, wir sind 5 Kinder, mittlerweile 14 Enkel. Er war ein rührender Großvater. Ich würde mal sagen, das, was ich in der Kindheit vermisst habe oder gar nicht vermisst habe, weil ich es gar nicht gekannt hatte, das habe ich dann später zurückbekommen. Er wird zum Mittelpunkt seiner Familie und der Konservativen in Deutschland. Auch als Privatmann bleibt Filbinger seinen Prinzipien treu. Graue Eminenz des Kampfes gegen die 68er. Viel Zeit widmet er jetzt der Rechtfertigung seiner Taten während des Krieges, denn über die wird weiterhin gestritten. Ich war nicht in einer solchen Situation. Ich weiß nicht, wie mutig ich gewesen wäre. Ich möchte sehr vorsichtig sein mit Urteilen generell, aber auch meinem Vater gegenüber. Er steht für die Kontinuität der Eliten vom Dritten Reich in die frühe Bundesrepublik. Kaum ein Politiker symbolisiert das so perfekt wie er. Marinerichter. Okay, er wird verpflichtet in dieses Amt, ja, und er übt es dann mit einem gewissen Pflichtbewusstsein auch aus. Das hat ihn in schwierige Situationen geführt und moralische Dilemmata letztlich, aus denen er nicht mehr raus konnte und vor allem die sich einzugestehen hinterher ihm unglaublich schwer gefallen ist. Nach seinem Rücktritt lebt Filbinger noch fast 30 Jahre. Die Zeit ist an ihm vorbeigezogen. Solange er lebt, kämpft Filbinger dafür, das Stigma des furchtbaren Juristen loszuwerden. Doch er findet keine Worte der Entschuldigung gegenüber den Angehörigen der Opfer. Noch lange provozierte er mit seiner Haltung Kontroversen. Er starb 2007, 93 Jahre alt.